Ein herzliches Willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir sind, in dem ein paar Mal hin und her flüchten durften, sind wir in der Hallo, roten Schweinchen. Stadt kommt und angelangt. Ui, das ist ja geil. Komm her, du. Kommst hier nicht weg. Halt. Okay, weiter. Schön, bitte schön. Hergehört, hergehört! Graf Victor von Arl heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Ah, genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Wo ist das Wurfspiel? Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Schön. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Oh. Okay. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Okay. Ich hab gedacht, ich erwische nur dieses Wurfspiel oder was es auch ist. Wenn ich solche Städte betrete, die so im Mittelalter oder sowas gebaut worden sind, frage ich mich immer, wie es da wohl gebrochen hat. Also, Stadt sieht ja relativ sauber aus. Hier. Sie sind glücklich. Oh. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, Hello. Der Ausblick wird fantastisch. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Das ist ja schön gemacht, Mann. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mache meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Cool. Was ist das hier? Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Das tut mir leid. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Auch nett gelöst, dass man über den Markt laufen muss. Nicht nur an einem. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Tschüss. Ja, komm, sehen wir uns den Rest an. Klar. Händler lieben sowas, wenn man das zu ihnen sagt. Gucken wir schnell mal rein. Komm, spielt hier ist das Wurfspiel. Der Graf von Arl lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ja. Ist sie auch. Was muss ich machen? Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Okay. Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Haha! Ja! Da machen wir... Nein, den hier, ne? Du bist toll! Das war knapp! Nicht aufgeben! Oh! Verdammte Axt! Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn?
Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Ah, ein Glück. Ich dachte, ich bin nicht so gut, aber das gucken wir uns mal an. Ach, es gibt jetzt Erinnerungen. Okay. Abspielen braucht man nicht. Okay. Cool. Was ist hier so? Ist nichts. Oh, ein Feuerspucker. Cool. Geil. Warte nochmal. Achtung, bitte. Seht euch vor und haltet Abstand. Denn es wird brenzlig. Jetzt kommt das Feuer. Cool. Wie macht er das bloß? Tolle Atmosphäre. Seine Eltern müssen Drachen sein. Genau wie die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Ein bisschen eine Stimme wie Rodrik hat gehabt, ne? Feuerspruch wäre schon cool. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh. Wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Sicher? Ja. Du bist doch ständig im Dienst. Mag es hier. Ich weiß. Ich auch. So ist es nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Mhm. Hauptmann hat mehr Macht. Wer auch immer der Hauptmann ist. Hallo. Oh, da spielt jemand Musik. Ach, wie schön friedlich hier doch alles ist. Wird ein sehr friedliches Spiel. Let's Play, besser gesagt. Mal schauen, wie lang es dauert, bis man es einfach saut. Runtergehen. Okay, geht nicht. Na, dann machen wir es halt so. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Ist hier so? Ach, der macht Fässer. Okay. Ich lass dich wieder runter. Ja. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Oh, wie schön. Der Tag war ganz schön lang. Ach, wie geil. Wie geil. Hey, ihr seid zurück. Und was? Wie war's? Es gab einfach alles. Ist verdammt, was? Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Sind es Palmen da unten ich links? Ich mag es hier. Dort Mitte, das hat gesagt, ja. Ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Ah,
Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja. Ja? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Was hat sie denn? Irgendwas nicht verstanden? Vergessen? Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden ich habe es für ihn getan. Und ich werde ihn wieder töten. Ich werde euch alle töten. Amicia. Amicia. Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden? Okay. Was hat die eigentlich für einen Amicia, komischen... Ich weiß. Leck wir passen oder auf. Stirn? Ah ja, es sind Palmen. Okay. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir da sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Wen? Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Jetzt kommt was Dummes. Hallo? Verzeihung. Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Mit dir los. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Irgendwo. Komm mal. Diese Musik gefällt mir gar nicht. Erinnerst du dich wirklich, wo dieser Florist ist? Vielleicht sollten wir fragen. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Wo soll der Brunnen sein? Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Und jetzt einfach mal grüßmäßig. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns.
Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudan. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Nee, danke. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Ja, habe ich durch Zufall den Typ gleich gefunden. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja. Und was ist hier los? Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich. Gut möglich. Amicia. Das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Okay. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Da hoch, okay. Dann geh mal da hoch. Schauen wir mal. Ja. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Ja, klar. Komm schon. Was ist jetzt? Wieso so weiß? Diese Dinger, das könnte Asche sein. Glaube ich. Denke ich. Na. Huch. Kommt da Zeichnung raus? Oder spacken jetzt gerade meine Augen? Nee. Gerade habe ich gerade durchgedacht. Ich sehe was. Okay, vielleicht sollte ich aufheben. So. Ist das... Der Biss, ja. Oh. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Shit. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudan. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Mhm. Hat denn niemand ihr Verschwinden arm mehr? Sieht der jetzt nicht aus. Wohl niemanden. Mag sein. Oh, shit. Oh Gott, ist er wieder schön hier. Einfach schön, da liegt der nochmal rum. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Wo ist eine Öffnung? Ich helfe dir. Wo ist eine Öffnung? Warte mal zurück. Wenn Vaudan hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Ja, richtig. So. Hoch mit dir. Okay, weiter. Aha. Bitte! Nicht! Stimmt. Was jetzt? Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mucks. Du bist allein. Und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Wo muss ich hin? Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg.
Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. So. Ja? Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Schnell, schnell, schnell. Die Luft ist rein. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt. Hier, das nehmen wir auch noch. Töpfe kann ich wohl ein bisschen mehr halten als beim ersten Teil. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Irgendwer findet ihn schon. Das gehört. Vielleicht ungebetener Besuch. Tja, war wohl nichts. Boah. Aber knapp. Behaupten. Er macht so sehr gut. Oh, ja, das stinkt. Ach, was zur Hölle. Ich weiß auch nicht, was hier stinkt. Okay, ich weiß, was hier so steht. Oh Gott, ich würde kotzen. Da oben, dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Wo ist das widerlich? Und die Schweine essen auch noch davon, das ist gar nicht gut. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Ah, ich sehe. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Huch. Boah, das ist ganz schön eklig. Alter, ist das eklig. Schieb. Widerwärtig. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. Warum denn? So lange seid ihr doch nicht da. Ja, aber... Sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. So. Jetzt hoch mit dir. Schon so viele Tote. Als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, deswegen waren es nicht wir. Aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal. Ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Besser. Cool. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Warum nicht? Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Ja. Na gut. Musst du wissen. Ja, das muss leider sein. Ich dachte, da hat was geglitzert. Oh. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Nehmt alles mit, was ihr finden könnt. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Jemand Lust auf gewarnten Vogel? Oh. Da oben. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen! Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum du mit mir... Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Ein Hindernis weniger. Vorsicht! Wenn sie uns bemerken... Wir müssen vorankommen. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Schnappt sie euch. Er hat einen Helm. Die haben alle Helme, okay. Muss ich gucken. Finde den
Was mache ich mit dem Messer? Wo ist das Messer? Stein werfen. Das Messer ist hier hinten, aber ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Probier mal das hier bei dem aus, würde ich sagen. Wahrscheinlich hinten. Ja komm, wir probieren es, oder? Hier, oh Gott. Nicht ein Klick, ein Glück. Wir brauchen einen echten Arzt, kein Archivisten. Die Pest ist eine Sache, aber offene Wunden. Wenn ich jetzt wüsste, kann ich jetzt loslaufen? Nee, okay. Bin gespannt. So, lauf schön hierher. Habe ich das Messer noch? Nee. Oh, ich habe das Messer genau nur einmal. Okay, das ist schlecht, sowas. Das ist schlecht, natürlich. So, sammeln wir auch mal auf. Weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss jetzt. Sie haben Wotan noch nicht gefunden. Er ist schlauer als Sie. Er ist allein. Irgendwann finden Sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Du hast recht. Da ist jetzt noch einer. Was macht der? Kommt der hierher? Kommt hierher. Söldnern, dem ganzen Pakt, das uns ständig in die Quere kommt. Mhm. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Okay. Cool. Angriff. Raffinesse. Bewusstsein. Okay, interessant. Okay. Ich hab gewütet, aber... Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran... Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Boah. Das ist schon ganz schön krass. Okay, dann gehen wir hier mal entlang. Da lebt noch jemand. Mhm. Madame. Alice, du bist es. Ich Alice? Bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Prima. Ja, schön hier. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Gut gemacht. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind? Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Hm. Warte mal, ich bin doch. Hier müsste der richtige Weg sein, okay. Oder? Bitte sag mir, dass es hier ist.
gut auch. Oh Gott, das ist echt ein übler Ort. Wirklich nicht schön. Eine ganze Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Ach ja? Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Ja, einfach hingehen. Kein Problem. Sehr komische Stadt. Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Gleich wieder alles zusammenbrechen, ne? Und dann dürfen wir rennen und springen. Oh. Wer baut so einen unsicheren Scheiß? Warum? Halt dich doch. Rennen. Ich wusste. Oder auch nicht rennen. Sondern von vielleicht wieder in der nächsten Scheiße. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Oh no. Oh no. Der Trottel. Woher kommen diese Biester? Da kommen mehr! Sehr viel mehr! Lauf weiter! Es sind zu viele! Nicht stehen bleiben! Beachten Sie mich! Lauf weiter! Ja! Jetzt kriegt er Panik. Oh, fuck. Ja. Okay, da hilft auch die Fackel nichts. Halte, ja, ich will rennen. Oh Gott. Wohin? Ich bin noch gerannt. Hä? Okay, das ist strange. Ich finde auch die Sicht super toll. Ich möchte das nicht sehen, was hinter mir rumrennt. Gehen wir einfach hin. Ach. Gut, dann sage ich, mach mal das nächste Mal weiter. Einen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.